Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat erstaunlich, dass die CDU-Fraktion ihren Antrag heute öffentlich zur Diskussion stellt und ihn nicht zurückgezogen hat. Da gehört schon eine ordentliche Portion Mut dazu, Herr Berger, vor allem wenn man weiß, wie vernichtend, und das können Sie jetzt schönreden, dass Sie Kritik vertragen können und so weiter, aber es war doch wirklich vernichtend, das Urteil der Sachverständigen in der Anhörung. Die Vorstellung nämlich, dass mit einer einheitlichen Matrikelnummer eine stärker vernetzte Hochschule, weniger bürokratischer Verwaltungsaufwand oder sogar ein hochschulübergreifendes Studium zu realisieren sei, besteht doch, um es ganz vorsichtig auszudrücken, in vielerlei Hinsicht nicht den Praxistext. Und darum ging es ja. Hohe Kosten, hoher Aufwand, datenschutzrechtliche Probleme, die Sie überhaupt nicht sehen, und keinerlei Nutzen, wurde gesagt. So lautet das vernichtende Urteil der Sachverständigung in der Anhörung. Und klar ist doch auch, dass die Studierendenmobilität, die Sie ja auch verbessern wollen, nicht auf die Landesgrenzen von Nordrhein-Westfalen beschränkt ist, sodass das Argument vereinfachter Hochschulwechselmöglichkeiten nur durch eine bundesweite Identifizierung, wenn nicht gar sogar eine europaweite, greifen könnte. Oder weltweit. Erst recht wird es schwierig beim Aspekt der Durchlässigkeit in der Lehre, denn da geht es vor allem ja auch darum, wie in der Anerkennung von einer Hochschule zur anderen dies zu organisieren. Eine Frage, die im Übrigen tief in die Autonomie der Hochschule eingreift und die zu allerletzt, Herr Berger, mit einer einheitlichen Matrikelnummer gelöst werden kann. Die von Ihnen propagierte einheitliche Matrikelnummer würde vor allem dazu führen, dass das Land in die Detailregelungen zur Einschreibung eingreifen muss. Und ausgerechnet Sie, Herr Berger, die ja immer so ganz vorne stehen, wenn es um die Hochschulfreiheit geht, die verlangen jetzt sozusagen eine einheitliche Matrikelnummer, die man allen Hochschulen überstülpen will. Den Hochschulen würde hier also ein Stück Autonomie weggenommen. Und da sage ich, nicht mit uns, liebe CDU-Fraktion. Ganz zu schweigen von den datenschutzrechtlichen Bedenken, für die Sie in Ihrem Antrag in keinem Punkt eine Lösung aufzeigen. Niemand will doch den gläsernen Studierenden, Herr Berger, den Sie hier erschaffen. Und insofern hat Frau Lögering vom Landesastentreffen recht, wenn sie sagt, das ganz große Thema ist der Datenschutz. Möchte man wirklich, dass das Essverhalten in der Mensa über eine einheitliche Matrikelnummer mit der Person verbunden werden kann? Möchte man wirklich, dass die Noten direkt an den Lehrstuhl weitergereicht werden können, an dem ich mich für eine SAK-Stelle bewerbe? Ich weiß nicht, ob ich das als Studierende wirklich möchte. Zitat Ende. Und auch Herr Henkelmeier hat für die Kanzlerinnen und Kanzler der Fachhochschulen in der Anhörung seiner Empörung deutlich Ausdruck verliehen. Er sagt, ich zitiere, mein Eindruck ist, in diesem Antrag wird ein Bild von Verwaltung und von Verwaltungsprozessen dargestellt, das nicht mehr so ganz dem aktuellen Stand der Dinge entspricht. Das sage ich ganz unverblümt. Es gibt mittlerweile an fast allen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sogenannte Identity-Management-Systeme. Das ist ein Portal, welches genau das ausgleichen soll, was im Antrag der CDU beschrieben worden ist. Und wenn man über die Durchlässigkeit der Hochschulen und der Lehre redet, muss man zuerst einmal über ganz andere Dinge sprechen. Die Frage der einheitlichen Matrikelnummer ist da eher eine Randerscheinung, sagt er. Man muss sich wirklich überlegen, ob man das möchte und ob wir gerade im Bereich Digitalisierung im Moment keine größeren Herausforderungen haben. Zitat Ende. Ja, dem kann ich nur zustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die CDU entlarvt sich mit diesem Antrag selbst. Denn das ist ja leider nicht der erste Aufschlag zum Thema Digitalisierung, der handwerklich so schlecht gemacht ist, dass die Expertinnen und Experten in unseren Anhörungen die Köpfe schütteln. Also nett gemeint zugegebenerweise, aber eben nicht gut gemacht. Und das Thema Digitalisierung ist eigentlich zu wichtig, um es lediglich populistisch zu bedienen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.